Jo Leute, ich bin KuchenTV und hier beim Interview mit Two Flash. Viel Spaß! Hi! Schönen guten Tag! Chantal, pass auf, der Papa bucht jetzt eine Safari für uns zwei. Ey Mama, Papa, denkt ihr echt, das ist was für euch? Two Flash! Herzlich willkommen zu Germany's Next Topmodel! Wir suchen die zickigsten, die tussigsten, die mediengeilsten Mädchen im Land. Ich bin jetzt hier bei André zu Hause und wir machen gleich einen kleinen Telefonbattle. Du bist natürlich ein bisschen geübter. Was ist das für eine lustlose Anmoderation? Jo, Leute! Heute gibt's wieder einen Prank! Ein Prank! Ich habe eine Reinigungsangestellte gespielt für Verstehen Sie Spaß? Ja, ich habe gleich ein Date. Mit wem denn? Mit Klaus. Ja? Ja. Nimm jetzt die liebe Joyce Ilk. Du bist Schauspielerin, zum Beispiel noch vorher bei der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß. Du bist Moderatorin und Comedian. Auf YouTube hast du mittlerweile um die 1,2 Millionen Abonnenten und bei Instagram ein bisschen mehr, und zwar um die 1,3 Millionen Abonnenten. Aber hi erstmal. Hallo. Und bevor wir zum klassischen Interview kommen, stell dich mal einfach kurz vor. Wer bist du und was machst du bei Social Media? Boah, du hast eh schon so viel gesagt. Jetzt soll ich noch mehr erzählen. Genau. Ja, also ich heiße Joyce, ich lebe in Köln, bin in Köln geboren und das war ja gerade so am Anfang die Stadt, wo irgendwie die ganzen großen YouTuber waren. Und es war Zufall, ich war eigentlich Schauspielerin und hatte Bock auf Comedy, wurde aber nicht für Comedy besetzt. Und dann habe ich halt gedacht, ich mache das einfach selber, habe einen YouTube-Kanal gestartet und war natürlich in Köln super aufgehoben, connected direkt. Und seitdem läuft es halt auch bei der Schauspielerei und im TV, wie du schon gesagt hast, viel mehr in die Richtung Comedy, was mega cool ist, weil es einfach, man geht abends glücklich ins Bett, wenn man den ganzen Tag Spaß hatte beim Drehen. Dein Charakter wird auch sehr wertgeschätzt. Beschreib mal deinen Charakter oder dich als Person in drei Worten. Oh wow, das ist ja immer schlimm, wenn man sich selber, weil man kann jetzt nicht drei positive Sachen aufzählen über sich selber. Was würdest du denn sagen? Also, was ich vorhin gesehen habe, also auf jeden Fall community-nah, du hast ja mit jedem noch ein Bild gemacht. Dann eine aufgeweckte Person, keine, die mir hier wegschläft, sondern eine, die total aktiv ist. Und dann das dritte Wort übergebe ich dir dann noch. Oh. Positiv. Ich versuche tatsächlich, egal, wenn auch irgendwie ein Tag ist, wo alles schief geht, ich versuche immer noch irgendwie was Positives dran zu sehen, weil man dann einfach auch glücklich ist. Sehr schön, auf jeden Fall. Du bist ja auch, ja, ich sag jetzt mal, eine Person des öffentlichen Lebens. Dein Leben spielt sich auch sehr viel in der Öffentlichkeit ab. Was sind denn die Nachteile daran? Also eigentlich, also mich stört es überhaupt nicht, wenn ich angesprochen werde auf der Straße und nach Fotos oder so gefragt werde. Überhaupt nicht. Das Einzige, wo ich wirklich immer denke, muss das sein, wenn man merkt, dass man heimlich fotografiert oder gefilmt wird, weil man ja dann einfach gerade auch privat vielleicht irgendwo draußen unterwegs ist und nicht merkt, dass man gefilmt wird. Das tut man einfach nicht. Fragen darf wirklich immer jeder, da sage ich nie nein. Also deswegen, ja, genau, das ist eigentlich so der Nachteil. Ansonsten sind die Leute, die mich ansprechen, die sind immer super süß und respektvoll und das stört mich überhaupt nicht. Das finde ich immer, das kann man aus sehr einfache Art und Weise jemandem eine große Freude machen. Das mache ich natürlich gerne. Schauen wir ein bisschen zu deiner TV-Karriere. Gerade bist du ziemlich präsent, wie schon vorhin erwähnt, in der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß. Wie kam es denn dazu? Ich weiß nicht, warum die mich haben wollten. Auf jeden Fall haben die gefragt, ob ich nicht Bock habe, der neue Lockvogel zu sein. Das war vor ungefähr einem Jahr. Also ich mache es jetzt ungefähr ein Jahr lang schon bei denen. Und bin in jeder Sendung jetzt dabei. Es gibt ja nur 4 Sendungen im Jahr, alle 3 Monate eine. Ja, das ist mega cool, weil ich darf nicht nur einen Spieler drehen, ich darf auch immer auf dem Sofa sitzen bei denen. Und ehrlich gesagt habe ich das als Kind schon geguckt, so mit der Family. Und wenn man dann natürlich auf einmal in so einer Sendung selber festes Ensemblemitglied ist, die man selber immer geguckt hat, ist voll geil. Du sagst auch ganz oft dann in den Pranks, die eben Verstehen Sie Spaß zusammen mit dir dreht, dass dir immer ultra leid tut, die Leute wirklich zu veräppeln. Und ja, und deswegen die Frage an dich, ist es eine sehr große Umgewöhnung, wenn man dann von der Schauspielerin als Lockvogel aktiv sein wird? Ich habe immer schon gerne damals auf ProSieben Comedy Street mit Simon Gosion geguckt und das war auch so ein Grund, warum ich mit YouTube angefangen habe, weil ich gerne halt auch mit versteckter Kamera was machen wollte, habe auch so ein paar Street-Comedy-Videos damals gedreht. Bis ich halt bekannter wurde, dann wurde das immer schwieriger, weil man dann doch oft gecrashed wurde, wenn man gerade irgendwo in einem Prank war und dann kommt irgendwer, ah, Joyce, kann man ein Foto machen, dann ist es natürlich direkt hin. Bei Verstehen Sie Spaß werde ich natürlich meistens sehr krass verkleidet, was ganz cool ist, dadurch erkennen mich die Leute dann nicht so.
Und ja, aber da das sowas war, was ich immer machen wollte, um auf deine Frage zurückzukommen, war das jetzt nicht so komisch vom Gefühl her, weil das war eigentlich auch so ein bisschen mit der Grund, warum ich mit YouTube angefangen habe. Und wahrscheinlich verstehen sich Spaß auch diese Street-Comedy-Videos von mir gesehen und deswegen halt angefragt. Auf jeden Fall macht mir das extrem viel Spaß. Wenn ich die Konzepte selber schreibe für meinen Kanal, gucke ich immer, dass es wirklich auf meine Kosten geht, also dass ich mich zum Affen mache. Bei Verstehen Sie Spaß muss man natürlich öfters auch sich mal über die Passanten oder über die Leute lustig machen, das fällt mir auf jeden Fall schwerer. Aber ich habe ein Knöpfchen im Ohr und meistens ist der Regisseur schuld, weil der mir die Sachen aufs Ohr gibt, die ich tun muss und sagen muss. Aber okay, man merkt auf jeden Fall, dass es dir leid tut, wenn du dann andere veräppeln musst. Schauen wir wieder zurück zu Social Media. Wie viele Nachrichten bekommst du denn täglich? Ja, das ist schwierig. Also ich versuche echt immer auf alle Kommentare einzugehen, aber Nachrichten, da gucke ich gar nicht wirklich rein, weil ich glaube, dann hätte ich das Gefühl, scheiße, ich muss jedem antworten und muss allen gerecht werden und das kann ich halt einfach nicht. Deswegen habe ich halt viel auch die Nachrichtenfunktionen abgestellt, damit einfach die Leute nicht hoffen, dass eine Antwort kommt, wenn gar keine kommt. Dann gibt man ihnen lieber gar nicht erst das Gefühl. Aber auf Kommentare gehe ich immer ein, also die könnt ihr gerne schreiben. Was war denn das Schlimmste, was du in Richtung Kommentare dann lesen musstest? Gab es da irgendeine Sache, wo du dich dran erinnerst, wo dich persönlich dann vielleicht auch verletzt hat oder wo du gedacht hast, hier wird eine andere Person so verletzt, sowas möchte ich überhaupt nicht? Naja, generell finde ich, also jetzt nicht nur auf mich bezogen, sondern auch was man bei anderen Leuten teilweise liest. Ich finde, wenn es so verletzend wird, verstehe ich nicht, warum Leute das machen, dann tut mir das immer leid. Ich bin da, glaube ich, relativ hart im Nehmen. Also klar, manchmal denkt man sich schon, boah, das macht mich jetzt irgendwie traurig, warum sagen Leute oder schreiben Leute irgendwas über einen, was auch gar nicht zutrifft, weil es oft uninformiert ist, also weil Leute einfach oft entweder irgendwas nachplappern, was sie gehört haben, das finden sie dann scheiße und haten dann wild drauf rum, was aber eigentlich auch nur aussagt, dass die Leute sich mit Sachen auseinandersetzen und dann braucht man auch nicht so wirklich Wert drauf legen. Also deswegen, ja, das ist immer so schwierig. Mich verletzen am wenigsten einfach nur diese Beleidigungen und Beschimpfungen, weil da merkt man ja direkt, oh Gott, was sitzt denn da für ein Vollpfosten und hat das geschrieben. Es ist dann schon, wenn es irgendwie kritischer wird und dann eben in eine verletzende Richtung geht, das ist dann manchmal, glaube ich, schwierig. Vor allem, weil man dann gerne mal das Gespräch suchen würde. Mir geht es manchmal so, Journalisten schreiben ja schon mal irgendwas Negatives über einen. Man würde gerne mal vor denen sitzen und sagen, hey, was ist dein Problem mit mir? Können wir mal drüber reden? Vielleicht klären wir das dann einfach. Aber das ist ja da leider nicht der Fall. Du hast vorhin kurz angesprochen, du wirst ziemlich viel auf der Straße angesprochen, also erkannt. Es werden Fotos gemacht. Was war denn so bisher das peinlichste Fan-Erlebnis? Ein peinliches Fan-Erlebnis hatte ich nicht. Ich habe mal eins gehabt, da habe ich mich wirklich drüber aufgeregt. Aber ich kann mich eigentlich sonst an keins erinnern, was komisch war. Aber da waren zwei Jungs und ich bin an denen vorbeigegangen und dann haben die mir einfach auf den Arsch gehauen. Und dann habe ich mich umgedreht und habe gesagt, sag mal, spinnt ihr? Sowas tut man nicht, was macht ihr da? Und dann haben sie mich erst erkannt, weil sie hatten mir auf den Arsch gehauen und haben mich ja nur von hinten gesehen. Dann, oh mein Gott, Joyce, können wir ein Foto mit dir machen? Und dann habe ich gesagt, ey, spinnt ihr? Also, ihr habt einer wildfremden Person gerade auf den Arsch gehauen. Ich wollte gerade sagen, sowas tut man nicht und ihr wollt ein Foto mit mir machen. Und das habe ich dann auch nicht gemacht. Früher stand bei deinen Videos im Intro immer aus dem Leben einer arbeitslosen Schauspielerin. Heute bist du sehr erfolgreich, viel im TV unterwegs. Bei Social Media hättest du den Erfolg erwartet? Nein, überhaupt nicht. Also vor allem, als ich angefangen habe mit YouTube, da war YouTube ja noch gar nicht so präsent, auch in anderen Medien, im Fernsehen und so, wie es jetzt ist. Damals wussten viele ja auch noch gar nicht Bescheid, was da irgendwie für eine große Welt hintersteckt. Und ich ebenfalls. Also ich habe eigentlich gedacht, cool, da kann man irgendwie selber was produzieren, aber was da wirklich an Möglichkeiten ist, das habe ich nie erwartet. Und dadurch hätte ich auch niemals gedacht, als ich angefangen habe, dass man davon leben kann. Und das ist natürlich mega cool, aber ich habe eigentlich wirklich angefangen, weil ich Bock hatte, Comedy-Sachen zu machen. So, ja. War das die Frage? Ja, alles gut. Du hast ja mittlerweile schon sehr viele Projekte auf die Beine gestellt, veröffentlicht. Was dort und da, wirklich überall. Welches Projekt hat dir denn bisher am meisten Spaß gemacht? Ja, das ist schwierig, weil eigentlich versucht man ja jetzt eh nur noch die Sachen zu machen, die einem Spaß machen. Früher als Schauspielerin musste ich eigentlich jede Rolle nehmen, die kommt, damit ich irgendwie über die Runden komme, geldmäßig. Und jetzt habe ich halt den Luxus, dass ich Projekte absagen kann und mir das aussuchen kann, was mir Spaß macht. Deswegen ist eigentlich alles so cool. Und ich kann, wenn ich mich jetzt für irgendwas entscheiden müsste, würde mir das auch extrem schwer fallen, glaube ich, da eine Entscheidung zu treffen.
Okay, aber man hält fest, ihr macht auf jeden Fall die meisten Projekte oder mittlerweile auf jeden Fall alle Projekte. Sehr viel Spaß. Du bist für viele Jugendliche und auch Kinder ein Vorbild. Findest du, dass die Vorbildfunktion manchmal problematisch ist, wenn man irgendwie für so viele Leute ein Vorbild ist? Naja, ich wollte nie ein Vorbild sein. Also sagen wir mal so, ich bin ja auch ziemlich kindisch oft noch in meinem Alter, so, weil ich einfach, ich will nicht so erwachsen werden, ich will nicht so den Ernst des Lebens, wie man es nennt, und so, ja, den will ich nicht so auf mich übertragen und deswegen kann es natürlich auch, vielleicht ist es in mancher Leute mein auch ein gutes Vorbild dann, aber das war ja nie mein Ziel, dass man irgendwie Vorbild werden möchte und ich habe das auch schon erst relativ spät, nämlich dann, als ich erfolgreicher wurde, habe ich erst gedacht, so scheiße, man ist ja wirklich eine Vorbildfunktion, man hat eine gewisse Verantwortung. Natürlich versucht man das immer im Hinterkopf zu haben, aber man darf es auch nicht so weit treiben, dass man halt nur noch so gleichgespieltes Zeug macht und nicht mehr mal selber ist. Ja, und deswegen ist halt so, ist so ein schmaler Grat zwischen, ich bin ich selber und sage auch immer, tue immer das, was mir Spaß macht und was ich denke, und gleichzeitig aber im Hinterkopf haben, man hat eine Vorbildfunktion und eine Verantwortung. Und das zusammenführen ist nicht immer so einfach, aber gibt sein Bestes. Okay. Du hast auch schon in ganz vielen Filmen, oder sagen wir mal in mehreren Filmen, die Rolle eines Synchronsprechers ausgeführt. Wie sieht es denn mit der Tätigkeit aktuell aus? Ich finde es total cool. Ich mochte auch immer früher Synchron und Radio total gerne, weil es halt unabhängig ist vom Aussehen. Weil bei den Schauspielrollen ist es halt immer so, ja, sie ist zu dünn oder sie ist zu klein oder sie ist zu alt oder zu jung oder wie auch immer. Und bei der Stimme oder beim Radio, also bei Synchron und beim Radio ist es halt egal. Und das fand ich immer sehr spannend und es macht mega Spaß. Allerdings ist jetzt im Moment keine Anfrage da in dem Bereich. Also gerne an mich. Meldet euch dann auf jeden Fall bei der lieben Joyce. Du bist Diplom-Ingenieurin für Foto- und Medientechnik. Das ist richtig gut informiert, ey. Dankeschön. Ja. Das heißt, du hast auf jeden Fall auch was in der Hinterhalt. Meine Eltern würden jetzt sagen, du hast ein Fundament. Deswegen meine Frage ist, so neben der ganzen Social-Media-Sache, die Bildung für dich ein sehr wichtiges Thema? Voll. Also ich hatte immer Bock, nach dem Abi zu studieren, weil ich Studieren einfach mag und weil man sich da eben was aussuchen kann, was einem Spaß macht und nicht wie in der Schule, man muss alles lernen. Ich habe Studieren total geliebt, ich war auch sehr traurig, als ich fertig war. Aber natürlich ist es auch cool, dass man jetzt sagen kann, so ein Diplom noch in der Hinterhand, was man immer irgendwie nutzen kann. Ich glaube eben, das gibt auch gerade den Eltern eine gewisse Sicherheit dann. Ich finde, also ich wollte das unbedingt auch studieren, weil ich so das Gefühl hatte, ich wollte auch nicht nur Fotodesign studieren, sondern habe deswegen Fotoingenieurwesen genommen, weil man dann auch noch sowas fürs Köpfchen tut. Ich hatte immer das Gefühl, sonst lassen irgendwann die Synapsen im Gehirn nachzuwachsen, wenn man aus der Schule raus ist und sich gar nicht mehr richtig weiterbildet. Mir fehlt das auch ein bisschen. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich mich einfach mal in so ein paar Kurse setze an der Uni Köln, so, bei Sachen, die mich interessieren. Man kann sich teilweise einfach mit reinsetzen, so, ohne sich irgendwie anmelden zu müssen. Schauen wir zum Abschluss noch ein bisschen in die Zukunft. Was ist geplant, worauf kann man sich denn freuen von dir? Ja, da kann ich aber noch nicht so viel drüber verraten. Ich möchte ein Buch schreiben. Aber das ist so das größere Projekt, was jetzt ansteht. Und ansonsten laufen meine Projekte weiter. Wenn ich öfters dabei, bei verschiedenen Spaß bin ich dabei. Mein YouTube-Kanal. Genau, das ist gerade so das. Aber ja. Mit dem Buch dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, weil da braucht man ja wirklich auch viel, viel Zeit, um kreative Prozesse loszulösen. Darf man fragen, in welche Richtung das Buch gehen wird? Ich will da nicht zu viel inhaltlich verraten, aber es ist jetzt nichts, irgendwie erzähle nicht meine Lebensgeschichte, ich erzähle auch nicht, wie man Comedy oder irgendwie sowas macht. Also es geht ein bisschen in eine andere Richtung. Vielleicht so ein bisschen, wie du eben angesprochen hast, in diese Bildungsrichtung. Vielleicht so ein bisschen. Dann sind wir da auf jeden Fall gespannt und dir dann viel Erfolg bei dem Buch und auch bei deinen ganz vielen anderen Projekten und dann vielen Dank für dich fürs Interview. Danke dir. Danke. Two Flash.